Sehr geehrter Herr Handke, sehr geehrte Frau Haffner, sehr geehrte Damen und Herren. Manchmal denke ich mir, man müsste eine neue Sprache erfinden. Natürlich vor allem dann, wenn ich eine Begrüßung schreiben soll zu einem Abend, wo wir einen Gast haben wie Peter Handke. Man müsste eigentlich eine neue Sprache erfinden. Eine Sprache, die unbelastet wäre von Deutungen, von Ideologien, von Konflikten. Eine Sprache, die erst einmal nur bezeichnen und andeuten will, in einem ganz naiven, ursprünglichen Sinne. Eine Sprache, die auf die babylonische Sprachverwirrung reagiert, indem sie sich neu erfindet. So, dass sie doch wieder von allen Menschen verstanden werden könnte. Aber vielleicht liegt der Grund dafür, dass das nicht geht oder jedenfalls nicht so einfach ist, schon in der Sprache selbst. Sie soll und will mit ihren Zeichen für das sorgen, was wir hölzern Kommunikation nennen. Und damit beginnt schon das Problem. Es gibt keine Verständigung ohne ihr Gegenteil, ohne Fehldeutungen und Missverstehen. Und das ist ja wiederum auch gut. Eine Sprache, in der sich alle Menschen verstünden, in der Fehldeutung, Missverstehen ausgeschlossen wären, das wäre etwas Schreckliches. Der früh verstorbene Lyriker Fabian Haffner hat das Schreiben selbst vielleicht auch deshalb weise wie folgt gekennzeichnet. Zitat: Schreiben von Gedichten ist Übersetzen aus einer Sprache, die es nicht gibt. Und Sie, sehr geehrter Herr Handke, haben die Fliehkräfte der Sprache vermessen, das, was an der Sprache zieht und zerrt, polemisch, skandalisierend und das, was die Sprache eben auch erlaubt, Orte aufzusuchen, in denen die schrillen Klänge der Außenwelt verhallen. Ich freue mich heute auf Ihre Erkundungen in einem fernen, für viele hier im Raum nur in Übersetzung zugänglichen Sprachgebiet. Ich freue mich auf Ihre Übertragungen der Gedichte Fabian Haffners. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von unserer Seite. Die Veranstaltung, um die es heute geht, könnte man eine Buchvorstellung nennen. Allerdings ist das Buch, anders als normalerweise üblich, schon vor einiger Zeit erschienen, nämlich im Jahr 2020. Dass wir heute erst die Buchvorstellung machen, liegt an Corona. Wir haben diese Veranstaltung mehrmals verschoben aus verschiedenen Gründen. Und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt doch gelungen ist, unsere Gäste hier zusammenzubringen aus dem Rosental in Kärnten und aus Chaville bei Paris. Das ist, Marbach ist genau die Mitte. Ich habe es in Google Maps angeguckt. Das ist genau die Mitte zwischen Kärnten und Paris. Zdenka Haffner-Czelan hat an der Universität in Ljubljana französische, englische und deutsche Philologie studiert. Sie arbeitet am Institut für Translationswissenschaft an der Universität in Graz, ist Konferenzdolmetscherin und auch literarische Übersetzerin. Sie hat zwei Bücher von Peter Handke unter anderem ins Slowenische übersetzt und sie hat die Gedichte ihres Mannes nach seinem Tod 2016 neu herausgegeben. Ich glaube, es ist jetzt erschienen, das haben Sie heute mitgebracht, ein Band mit den slowenischen Gedichten, der genau auch im gleichen Jahr 2020 erschienen ist. Eigentlich steht im Buch 2020, aber in Wirklichkeit ist der Band erst ein Jahr später erschienen, Corona-bedingt. Und es sind eben seine auf Slowenisch geschriebenen Gedichte, denn Fabian hat ja auch auf Deutsch geschrieben und wir haben uns hier wirklich auf die slowenischen Gedichte beschränkt. Ja, also herzlich willkommen. Danke. Frau Haffner-Czelan. Vor einigen Jahren hat Peter Handke uns hier einen Einblick gegeben, genau in diesem Raum, in seine Notizbücher. Und auch heute tritt er hier in einer Rolle auf, die nicht sehr bekannt ist, nämlich als Übersetzer. Oder wussten Sie, dass Peter Handke mehr als 30 Bücher übersetzt hat? Er hat viele große Preise bekommen, aber fürs Übersetzen eigentlich noch keinen Preis. Also ich finde es sehr schön. Ich glaube, das letzte Buch, was er übersetzt hat, ist eben dieses von Fabian Haffner. Herzlich willkommen, Peter Handke.
Der dritte Gast ist der abwesende andere, sozusagen, eigentlich die Hauptperson heute Abend, Fabian Haffner. Er ist 1966 in Klagenfurt geboren und war nicht nur Lyriker, sondern eben auch Literaturwissenschaftler und Übersetzer. Von 1998 bis zu seinem Tod 2016 hat er gearbeitet am Kärntner Literaturarchiv, ist also quasi ein Kollege von uns auch gewesen. Er hat sehr viel für die Kärntner slowenische Literatur getan, in allen seinen Funktionen. Er hat auch mehr als 30 Bücher übersetzt und viele, viele andere Texte in Zeitschriften und so weiter übersetzt. Als Literaturwissenschaftler hat er über Gustav Janusz und Peter Handke geschrieben und viele andere Dinge auch. Und er hat eben, darum soll es heute hauptsächlich gehen, 3 Bände mit Gedichten veröffentlicht in deutscher und slowenischer Sprache. Eine Auswahl von frühen und späten Gedichten, die nicht in seinen gedruckten Bänden enthalten sind, sondern in Zeitschriften veröffentlicht wurden oder aber auch noch unveröffentlicht sind. Die sind jetzt eben erschienen in diesem Buch, um das es heute Abend geht, Fabian Haffner, erste und letzte Gedichte. Aber hören Sie selbst. Wir haben gedacht, wir lesen Ihnen diese Gedichte, dass Sie einen Eindruck auch haben vom Original, erst in slowenischer Sprache und dann in der deutschen Übersetzung von Peter Handke. Oder Herr Handke? Wir haben gedacht, vielleicht versuche ich auf Slowenisch das mit der Kuh zu lesen. Und dann, wir improvisieren halt ein bisschen, das ist nichts Geplantes da. Wir kommen alle von weit her und schauen wir mal. Und vielleicht können wir später ein bisschen andeuten, was übersetzen sein könnte. Mhm. Und dann weiterlesen und dann, ich weiß nicht. Genau, so ungefähr hatten wir es gedacht. Ja. Mit den Daten, wie Sie das als Chronist vorgespult haben, ist ja nichts gesagt, ne? Nichts. Es gibt so viele Biografien, die ganz ähnlich lauten könnten, wie Sie es gesagt haben. Er war dort und dort, hat das und das, 3 Bücher, 7 Bücher nicht geschrieben oder irgend sowas. Ne? Das ist. Fabian Haffner war einmal, habe ich zu Denker gesagt, als er schon lange nicht mehr neben oder unter oder über uns war, aber vielleicht. Habe ich gesagt, dem Fabian wird es immer geben. Das war eine einmalige Gestalt, aber man kann auch heute Abend nur eine Ahnung davon geben, indem man zeigt, natürlich auf Slowenisch, auch vielleicht auf Slowenisch, auch in dem Rhythmus oder wie in der Tonalität. Aber es war ein Kind, war er war ein Schreiber, ein gewaltiges Kind, aber auch ein ungeheuer verletzliches Kind. Und das war sein großes Problem. Vielleicht schon von der Vorgeburt her. Oder von, also Entschuldigung. Ja. Versuch mal. Willst du anfangen? Oder liest du zuerst die Kuh auf Slowenisch und ich lese sie dann auf Deutsch? Wo ist denn die? Das ist das Erste, oder wie? Ja. Das ist da. Ich würde gerne noch ein paar Gedichte auf Slowenisch und du auf Deutsch, so im Laufe der Begebenheiten, wie das sagt. Bei Nestroy sagt, im Laufe der Begebenheiten wird Ihnen alles klar werden. Ah, das ist es. Ist das das Erste im Band? Nein, das nicht. Das ist ein kleines Gedicht. Ich glaube, er war vielleicht 16 Jahre alt. Ja. Deswegen heißt es auch erste und letzte Gedichte, denn es sind eigentlich Gedichte da, die nicht in Buchform erschienen sind vorher. Also das Denker hat gefunden, was nicht publiziert war. Es gibt keinen Band vorher auch auf Slowenisch davon. Vielleicht einzelne Gedichte in Anthologien vorher. Aber das ist der erste, diese Gedichte sind zum ersten Mal vereint sozusagen in einem Buch auf Slowenisch und auf Deutsch. Wollte ich auch sagen.
Das Gedicht heißt auf Slowenisch versuche ich. Krava Orjaško Telo. Orjaško Telo. Puchlevna u temi hleva rojena. Zauplivo slediš slehernemu vleku verige. Še na svoji poslednji poti u mestu k mesarju. Včasih pa me pobožaš z rogovi, da ne pozabim, da me le ne probodeš, ker me ljubiš. Und nun Peters Übersetzung. Kuh, Riesenleib, sanftmütiger, im Stalldunkel geborener, folgst zutraulich, gleich welchem Zug der Kette, noch auf deinem letzten Weg hin zur Stadt zum Fleischer. Manchmal aber streifst du mich mit den Hörnern, auf dass ich nicht vergesse, dass du mich nur deshalb nicht aufspießt, weil du mich liebst. So, jetzt machst du Slowenisch vielleicht? Živiš nezavestno. Živiš nezavestno, potopljen v samoto, drhteč od slepega strahu, se braniš vseh dotikov, ne boš utonil v dežju. Otrpneš, otopiš, večno boš ostal na suhem, nikoli ne boš okusil blage mokrote, umrl boš, ne da bi bil povohal vodo, kadar dežuje, nikoli ne boš okusil omilitve vode v žaru dni. Tako boš končno od žeje umrl v dežju. Ja, wirst am Ende sterben vor Durst im Regen. Das waren die letzten Zeilen. Aber ich fange von vorne an. Ich muss noch mal wiederholen, das sind Gedichte, die Fabian geschrieben hat, als ganz, ganz junger. Und dann lange zwischendurch hat er gedacht, vielleicht, oder hat gewünscht und hat geträumt, so und so eine Art Karriere zu machen, auch als Wissenschaftler an der Universität Graz, hat er einen Freund gehabt, auch ein guter Dichter, Erich Brunsch, der mit mir im Internat war, der ein Linguist war. Und dann das Institut in Klagenfurt, wo er dann sozusagen untergekommen ist, ist eigentlich das Robert-Musil-Archiv, ne? Mhm. wo er eigentlich überhaupt kein Einlader war, er war ein Begleiter, wie man vielleicht auf der Weide nach dem Rindruf war, ein Rufer, nicht ein Rufer in der Wüste, aber er war ein feiner Rufer. Das muss man noch einmal sagen, die sind von 16 bis 20 Jahren und dann im Grunde die letzten 3-4 Jahre noch. Dann gab es eigentlich kaum mehr Gedichte. Dann am Schluss werden wir noch lesen die Gedichte, die er vor seinem Freitod dann, darf man ja sagen, ne, verfasst, die noch sich hervorgerungen haben aus ihm, ohne dass man aber das Ringen zum Glück merkt. Ne. Das Gedicht, was Stenka gelesen hat, Živiš nezavestno. Besinnungslos lebst du, stumpf im Alleinsein. Er spricht zu sich selber. Als 16-Jähriger. Zitternd in blindem Grausen sträubst du dich gegen jede Berührung, wirst nicht ertrinken im Regen. Erstarrst, stumpfst ab, wirst ewig im Trockenen bleiben, nimmer wirst kosten gute Nässe, wirst sterben, wenn es regnet, am unerschnupperten Wasser. Ich habe nur geschaut, wie das Slowenisch heißt. Nimmer wirst kosten die Linderung des Wassers in der Glut der Tage. Wirst am Ende sterben vor Durst im Regen. Groza. Wo ist das? Seite 24, 25. Ah. Groza, da že desetletja ob isti uri, minuti, sekundi ponavlja isto pot. Da vsak dan brez misli postavlja iste nesmiselne korake.
Ja, großer ist ein slowenisches Wort, das fast lautmalerisch ist, heißt irgendwie wie Deutsch auch grausen, großer. Grausen, dass ein jeder Tag übers Jahr, übers Jahrzehnt, zur selben Stunde, Minute, Sekunde denselben Weg wiederholt, dass ein jeder Tag besinnungslos dieselben unsinnigen Schritte setzt. Kann man natürlich sagen, das sind so Heranwachsenden, aber schon mit 16 Jahren diese Absurdität zu spüren, noch dazu auf Slowenisch, die slowenische Sprache eignet sich eigentlich nicht für Abstraktion und für Absurditäten, aber das ist, wollte ich nur als Begleitwort dazu setzen. Aber jetzt sage ich da nichts mehr. Pričakovanja otroških dni. 29. Pričakovanja otroških dni. Pričakovanja otroških dni se nikoli niso uresničila. Izgubila so se v morju nezmožnosti. Krasne slike, čudovite glasove, gradove na visokih gorah. Vse to sem izgubil v zorenju. A kaj sem pridobil? A kaj mi je ostalo? Erwartungen der Kindertage niemals verwirklicht. Verloren haben sie sich in der Unmöglichkeit. Schmucke Bilder, wundersame Stimmen, Burgen auf Bergeshöhen, all das habe ich verloren mit dem Heranwachsen. Und was habe ich dazu gewonnen? Was ist mir geblieben? Sneg je črn od noči, dan je bel od snega. Vstajam, kot da sem sam na svetu. Okno je samo slika. Gol sem, bel in črn. Na sliki sem, tu, mrk, noč sredi dneva. Kot bela para vstajam, počasi, bel sem, lahek, malo me je. Sanje poslane, more pokopane, globoko v jutranji sneg. Belo je sonce, sonce je sneg, sneg je mehek, sneg sem jaz. Najbolj nežen, ko padam. Poln jutra sem, soncem vzhajam. In ti? To si sajte vas? 49, ach so. Na, ich habe vorher ein Gedicht, das würde ich gern lesen, wo einmal von jemand anderem spricht, von einer Frau. Das ist Seite 35. Aber ich lese zuerst dann, was du gelesen hast. 49. Der Schnee ist nachts schwarz, der Tag ist schneeweiß. Ich stehe auf wie allein auf der Welt. Das Fenster ein bloßes Bild, bin nackt, weiß und schwarz. Im Bild, da bin ich. Finsternis, Nacht mitten im Tag, weißer Dampf, so stehe ich auf, langsam. Weiß bin ich, leicht, wenig, weg. Gebettet die Träume, begraben die Albträume, tief im Morgenschnee, weiß ist die Sonne, Sonne ist Schnee, weich ist der Schnee bin ich. Gar sanft bin ich, falle, voll des Morgens bin ich, gehe auf mit der Sonne. Und du? Das, wenn ich dir das aufbrummen darf, Seite 34, sag mal. Vielleicht kann ich das lesen mit, nein, auf Slowenisch oder wie? Ich versuche mal. Nein, sag du. Sama je. Ko sreča sosede in znance, skuša biti prijazna. Včasih se ji le posreči in ničesar ne opazijo. Jim vsaj ne prinaša bolečine. Ne, da bi bila stara. Lasje so temno rjavi, koža je napeta in na obrazu ni videti brast. Telo je zdravo. Leta dolgo je živela v tujini,
okolju in razmeram je pripisala krivdo za svoje stanje. Le golo spoznanje ji nič ne pomaga. Ne zna zgladiti potez v krinko, ne obvlada jezika tako, da bi lahko spremenila glas, ni dovolj igravka, da bi znala menjati osebnost, ne izlušči se iz svoje kože. Opazuje ljudi, kako so domači v laganju, kako sovražijo spremembe, kako jim je vse tuje zoprno, vse novo, prenaporno. Za njo ni smeha v šalah, za naravo nima oči, le težko loči vedenje od sanjanja. Sprehaja se po pokrajini, sama, molkjo za objame prijateljsko, stari znanec. Kaj te ovira? Zakaj ne tvegaš koraka? Vrata so bila od vsega začetka odprta, iz hiše vodijo v domačijo. Allein ist sie. Wenn sie Nachbarn und Bekannten begegnet, versucht sie, freundlich zu sein. Zeitweise glückt ihr das und es wird ihr nichts angemerkt. Na, wenigstens überträgt sie ihnen nicht ihren Schmerz. Nicht, dass sie alt wäre, die Haare dunkelbraun, die Haut straff und das Gesicht ohne Furchen, gesunder Körper. Sie hat Jahre in der Fremde gelebt und der Umgebung und den Umständen die Schuld zugeschrieben für ihren Zustand. Doch die bloße Erkenntnis trägt ihr nichts ein. Sie versteht es nicht, aus ihren Zügen Masken zu bilden, beherrscht die Sprache zu wenig, um die Stimmlagen zu wechseln, ist nicht Spielerin genug für Rollenspiele, unmöglich für sie, aus ihrer Haut zu schlüpfen. Sie beobachtet an den Leuten, wie sie heimisch sind im Lügen, wie sie Änderungen befeinden, wie ihnen jedes Fremde zuwider ist, alles Neue zu mühsam. Nichts zu lachen ist für sie in den Scherzen und nichts in der Natur kennt sie und schwer nur trennt sie das Wachen vom Träumen, spaziert durch die Gegend allein, freundlich umarmt vom Schweigen dem Altbekannten. Was bloß hemmt dich? Warum wagst du nicht den Schritt? Die Türen waren von Anbeginn geöffnet, aus dem Haus führen sie. Wollen wir genug sein lassen? Ja, lassen wir es vielleicht erstmal genug sein und kommen vielleicht nochmal, Sie haben es schon erwähnt, also Fabian Haffner muss eine charismatische Person gewesen sein, ne? Also alles, was man so hört, auch von anderen. Sie haben, glaube ich, Fabian Haffner kennengelernt, da war er erst 15 Jahre. Ich weiß. So habe ich das gehört. Und zwar bei einer Veranstaltung, da ging es eigentlich um auch eine Buchvorstellung, und zwar war das Ihre zweite... Von Florian Liebusch, genau. Zögling, ja. Das Motto de Jacquard, ja. Das war in Klagenfurt. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, aber danach, ja. Es gab da, zu der Zeit zumindest einige junge slowenische Gern-Möchte-Dichter, die dann gedacht haben, und zu Recht auch gedacht haben, und dann die Schwelle überschritten haben zu jemandem, der älter war als ich. Und Fabian war eigentlich derjenige, der dann immer geblieben ist, bis jetzt. Die Übersetzung von diesem Buch, der Zögling, wie spricht man das aus? Tjasch. Das ist Matthias, ne? Matthias. Diese Übersetzung, das war ja für Sie eigentlich die zweite Übersetzung. Und die hat aber eine ganz große Rolle gespielt in der Kärntner slowenischen Literatur. Es ist noch nie was übersetzt worden. Das war vorher, das ist überhaupt der zweite Roman in dieser Literatur, habe ich mal irgendwo gehört. War Job der erste. Der Zögling, das Motto de Jacquard, Tjascha, war der erste Roman, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, der in Kärnten auf Slowenisch geschrieben wurde. Und ich habe das eigentlich nur damals, ich wollte mein Slowenisch, um anzugeben, aufzufrischen, ist übertrieben. Wir haben das in der Schule gelernt, in der Volksschule. Und ich kannte das, die Mundart davon, wie man das nennt.
den Dialekt, oder darf man nicht sagen, oder das Windische nennt man das. Ich kannte das vorher meinen Großeltern, aber ich kam zurück nach einem langen Abwesensein von Frankreich, Amerika und so weiter. Kam ich nach Österreich zurück, habe gedacht, jetzt lerne ich Slowenisch. Und dann habe ich gedacht, ich möchte es nicht mit der Grammatik machen. Dann habe ich die Frau, die mir das beibringen sollte, die Grammatik, kennen Sie nicht ein Buch, was jetzt geschrieben wurde? Die wusste überhaupt nichts. Es war auch kaum nicht. Im Grunde, das war in Slowenien publiziert, in Maribor, in Marburg, war dieses Motto Diakatiage publiziert, nicht in Kärnten selber. Ne? Und dann haben wir anhand wirklich des Buchs, habe gedacht, Mensch, das wär ein Abenteuer. Und so ist es gekommen. Ne? Aber Ihre Großeltern haben Slowenisch gesprochen, Ihre Mutter auch. Irgendwo habe ich gelesen, es sei sogar möglicherweise Ihre erste Sprache gewesen, dass Sie, als Sie sprechen gelernt haben, zuerst Slowenisch gesprochen haben. Stimmt das? Das hat man mir gesagt, ja. Man kann sich nicht erinnern. Na, mit zwei Jahren. Aber es könnte sein. Dann bin ich nach Berlin gekommen und dann war es aus. Ne? Meine, meine Mutter hat wirklich hat das reine Slowenisch gesprochen, während die Großeltern haben den Dialekt gesprochen. Der älteste Bruder meiner Mutter, der in Maribor Obstbau und Landwirtschaft studiert hatte, das war eigentlich der Jugoslawe der Familie, der einen Zwist in die Familie gebracht hat. So wie die Familiengeschichten halt sind. Ja. Das ist ja dieses Buch, was Sie dann übersetzt haben, dieser Zögling Tjasch. Das war, so liest man das auch bei Fabian Hafner, eine ganz große Sache für die Kärntner slowenische Literatur, weil sie damit erstmal sozusagen bekannt wurde. Und dann spricht man davon, dass es ein ganzes Jahrzehnt gab der Blüte. Und das waren ja überhaupt die 80er Jahre, überhaupt vielleicht für die Literatur noch. Und dann. Die Slowenen, vielleicht können Sie dazu auch was sagen, die Kärntner slowenische Literatur, die ist ja schon bekannt, aber auch nicht jetzt so übermäßig bekannt. Das ist ja genauso wie nicht alle Leute wissen, dass es auch in Deutschland eine slawische Minderheit gibt, nämlich die Sorben in der Lausitz. So gibt es eben auch in Österreich, ganz im Süden, in Südkärnten, eine Gruppe von Menschen, die Slowenisch sprechen, als erste Sprache, als zweite Sprache, so muss man sich das vorstellen. Ja, es gibt alle Varianten, als erste Sprache, als zweite Sprache. Es gibt auch sehr viele Autoren unter den Kärntner Slowenen, also Florian Lipusch, Gustav Janusz, Maja Hadalap, die natürlich auch bekannt geworden sind außerhalb der slowenischen Sprachgruppe. Und dazu haben natürlich auch Peters Übersetzungen beigetragen, weil oft wird ja eine Volksgruppe, die außerhalb des Landes lebt, wo die Sprache eigentlich gesprochen wird, auch im sogenannten Mutterland nicht wahrgenommen, also auch die Literatur. Und ich glaube, dass auch durch Peters Übersetzungen die Kärntner slowenische Literatur nach Slowenien gekommen ist, also viel stärker in den Fokus gerückt ist als vorher. Ja, das ist eine lange Geschichte. Dann ist es fast zu viel Beflissenheit dann zustande gekommen. Jeder Junge wurde dann, das ist ja nicht einmal ein einmaliges lokales Phänomen. Es gibt diese Kärntner Literaturzeitung, heißt die Brücke noch, alle zwei Monate, die ist jetzt zweisprachig und das ist mir fast dann zu viel. Das ist eine Beflissenheit in der humanitären Aktion dann. Also jedes Dorf hat dann einen ewigen Schriftsteller und zwei oder drei oder hat keine, aber das ist ja nicht nur ein Phänomen von, aber es ist natürlich da besonders ausgeprägt in Kärnten, kommt mir vor.
Oder zumindest, wenn man die Zeitschrift nur kennt. Aber unterm Strich sind es doch nicht so viele, finde ich. Und vielleicht versucht man ihnen jetzt einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken als in der Vergangenheit. Und sie, die Kärntner slowenischen Schriftsteller, erzielen auch durchaus Erfolge jetzt auch in Slowenien. Also das heißt, nicht nur im deutschsprachigen Raum, und ich glaube, dass das schon Erfolge sehr erzielen, ist. Was heißt das? Bitte? Erfolge erzielen, was ist das? das heißt wirklich, sie werden wahrgenommen, bekommen Preise. Der Vinzenz Gotthard vor kurzem für eine Kurzgeschichte in Slowenien, anonym. Also das heißt, langsam sind sie wirklich präsenter auch in Slowenien. Das hat ja auch alles eine politische Komponente, denn die die kärntnerischen Slowenen, die haben ja eigentlich, waren tendenziell oder vielleicht auch zum allergrößten Teil auf jeden Fall wohl gegen Hitler und gegen den Anschluss und gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Es blieb ja nichts übrig, es wurde ihnen ja die Sprache verboten. Und die durften waren nicht, wenn die Sprache als Sprache des nicht menschenwürdigen weggefegt wird, dann war es klar, dass, was klar war, klar ist überhaupt nichts, aber dass dann viele zu den Partisanen gingen und dass sie nicht in die Hitler, in die Österreich angehörige Hitlerarmee ein, sie dann geflüchtet, desertiert sind, oder wie sie dann die Helden der Flucht wurden, wie ich manchmal denke. Es gibt auch schon gute Helden der Flucht. Ne? Das ist ja gerade ein aktuelles Thema. Ne? Ja, vielleicht kommen wir mal zu den Gedichten selber auch. Sie sind ja selber auch Übersetzerin und haben ja mit Ihrem Mann zusammen auch Gedichte übersetzt, ins, seine eigenen ins Slowenische oder auch ins Deutsche, glaube ich. Zusammen nur ins Slowenische, weil an und für sich übersetze ich keine Gedichte. Also da würde ich mich einfach nicht trauen. Also da sehe ich auch meine Grenzen. Aber natürlich mit ihm gemeinsam, wo er dann doch das letzte Wort hatte und sagen konnte, ja, das ist in Ordnung, das gefällt mir nicht. Das war das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, ich mache es. Und ansonsten habe ich vor allem eben auch seine Übersetzungsarbeit begleitet, weil normalerweise war ich diejenige, der er dann seine Übersetzungen gezeigt hat, die dann auch Original und Übersetzung verglichen hat, die dann auch gefragt hat, warum hast du das so gemacht und nicht anders? Genau, sowas wollte ich Sie jetzt auch fragen. Und zwar, wenn Sie jetzt die Übersetzung von Peter Handt gesehen haben, hätte das Ihr Mann genauso gemacht oder hätten Sie es genauso gemacht? Oder? Also mir fällt ja zum Beispiel auf, dass es manchmal hier Gedichte gibt. Das werden wir hier nicht klären. Ne? ich kann ja selber nicht Slowenisch natürlich, aber mir fällt doch auf, dass manchmal... War Russisch, oder? Russisch können Sie. Ja, so ein bisschen verwandt ist das. Ne? Aber, verwandt, Slawisch ist Slawisch. Aber was mir auffällt, ist eben dieses, dass es hier manchmal bei, im Original gibt es eine Strophe mit 10 Zeilen, bei Ihnen in der Übersetzung gibt es dann 11. Ja, sowas. Ja, aber das scheint ein System zu sein, denn alle Strophen haben immer 11. Ich habe gerne ungerade Zahlen, habe ich lieber als... Also man kann ja verschieden übersetzen, da gibt es ja wahrscheinlich die Translationswissenschaftler, können dazu wahrscheinlich auch viel sagen. Nein, ungereimte Gedichte ist schon was anderes zu übersetzen als gereimte. Ja, wahrscheinlich. Also Reime zu machen, übersetzen. Ich habe einmal René Char übersetzt und habe einen Reim von ihm, habe ich gedacht, ich versuche das auch einmal. Da treiben braune Blumen, braune Bienen da, dort ihr Wesen. Und was mit Genesen, die schäme ich jetzt doch, dass ich den Fernsehen habe. Also nur keine Verse, also.
das war ja eigentlich auch ein Ansatz von Fabian. Fabian hat ja keine Reime gemacht, oder? Nein, hat er nicht. Aber nein, zum Beispiel gerade... Sein Bluesrhythmus eigentlich, ne? In den Gedichten. Das ist eine Art von Blues. Es ist auch, Sie schreiben auch, das ist so eine Art... Es ist Erzählung, es ist Anruf, es ist eine Mischung von Anrede, Erzählung, Zurückgehen und Fragen vor allem. Viele Gedichte enden mit Fragen bei ihm. Ne? Das ist so wie, natürlich, ne? So wie es natürlich ist, wenn man was fühlt, kommt ein Gedicht. Ja. Und wie sagt Kafka, er kann ein Jahr in sich muss er suchen, bis er eine wahre Empfindung findet. Und dann ein Jahr ein Gedicht ist ein bisschen wenig. Ne? Also Sie schreiben das auch in dem Vorwort, dass eigentlich das Metrum, der Rhythmus ist wichtig, aber nicht und der muss auch irgendwie nachgeschaffen werden. Aber er muss nicht, man soll nicht das Metrum. Ulrich, das ist völlig richtig. Ich hab, als ich damals die griechischen Dramen übersetzt habe, Prometheus Desmotes, Prometheus gefesselt und Ödipus in Kolonos nicht oder Helena von Euripides, da habe ich gedacht, am Anfang, ich kann das nicht nachahmen, die Troheen und so weiter. Und dann die, was auch immer, will jetzt mich nicht aufspielen. Und da gab es einen Altphilologen, der in Graz war, das noch damals, der hat gesagt, lass es einfach laufen. Ne? Lass es einfach laufen. Nein, ich habe aber dann gemerkt, wenn ich den Vers und den nächsten Vers und den Zusammenhang der Verse, wenn ich spüre Bild, wenn ich das Bild spüre, und dann Bild heißt auch immer Rhythmus in der Sprache, und dann gehe ich dem Rhythmus nach, den ich spüre, und bleib doch zugleich im Bild, in dem altgriechischen Bild. Und dann konnte ich das, hab ich mir das eben zugetraut, habe ich nicht mehr diese Vermessenheit gespürt, die ich vorher an mir sah. Und das war eine schöne Erfahrung. Sie schreiben ja auch selber in dem Vorwort über den, das ist eigentlich, was Sie eben auch gesagt haben, dass es keinen Rhythmus hat, jedenfalls nicht diesen regelmäßigen Rhythmus, den man so aus in Versschulen lernen kann. Und Sie schreiben, dass das gerade eine Qualität ist von diesen Gedichten, dass darin nämlich eine Art Ernst... Man soll auch nicht darauf bestehen, dass es nicht von Versschulen kommt. Niemand wird, kein Dichter von heute wird sagen, ich habe das in den Versschulen gelernt. Der wird sagen, das kommt aus meinem tiefsten Herzen oder irgend so ein Scheiß. Ne? Und dann wird aber doch sagen, man muss es ordentlich reimen und man muss einen Rhythmus haben und so wie Petrarca das gemacht hat oder Johann Strauss. Entschuldigung. Gut, vielleicht wollen wir noch mal ein Gedicht hören. Aber dieses lange Gedicht, was Dies Illa, was in der Mitte. Und da gibt es am Schluss noch zwei, die würde ich, das war am Schluss noch. The war broke out at the break of dawn, Bob Dylan. Dies illa. To je čas ustaje, upora, revolucije. U meni sneži, u meni so snežni zameti višji kot zastave našega pohoda. Na pohodu so vsi, ki so tudi drugače z menoj, ki bi tudi drugače bili z menoj, stali so in šli v svet. In jaz sem se zgrudil, zleknil po tleh in zlezel vase, globoko noter, v svoje zamete, kamor zastave ne sežejo. Treba je vzeti svojo zastavo na rame in za kom hoditi. Kako sam je tisti, ki preživi pokol. In vsi ti mladi fantje pojdejo v vojsko, v rdečo zoro. A jaz ostajam doma, mama, ki čaka. Betežen norček, ki govori neumnosti, nikogar ni doma in jaz sem nor. Moj čas je čas tvornih norcev, zamudil sem ga. Moji noži so nežni, to sem se naučil od tebe. Z njimi božam mojo malo, z njimi režem svojo pot v zemeljsko skorjo, svoje nože jem, od znotraj bom zaklal sebe in ves svet. Bojim se, ja, strah me je. Najbolj se boji tisti, ki čaka, ki je slep, ker je daleč. Pogumen je, kdor ne misli, ker dela, ker se bori,
Gdor ne misli bo junak, naj bo vojak. Misli, ja, možgani mi vežejo roke, usta imam polna srca, davim se, davim in nič ne spravim ven. Bežal bi, pobegnil, a tu sem iz kamna, doma. Srečen je, kdor se lahko s kom za kaj bori. Jaz sem mir, niti sovražnika nimam, tako sem sam. Kje je moja mala? Mala, kje si? Izjekla ste, iztekla. Trdi, čvrsti, vaše poteze so iz zlata. In mi smo živo srebro, vročina nas žene k višku, vaša vročina. Mi bdimo, kadar vi spite, mi bdimo, vedno spite. Nikoli se ne utrudimo, ker se nikoli ne borimo. Čuvamo vas, ki ste daleč, ki vas ni videti. Mi ne rabimo orožja. Žalostjo ubijamo sovražnika in svet, vas in sebe. Kar ustajajte, mi stojimo. Od samega začetka smo stali. Vielleicht muss man, darf man oder darf man sagen, kann man sagen, das ist eigentlich ein Gedicht, das fängt mit einer Zeile an, die geht, das ist die Zeit des Aufstands, des Aufruhrs, der Revolution. Das ist eine Zeile, ist die eigentlich gegen, wo er über sich selber, er hat den Aufruhr, spürt er, aber er hat nicht den Aufruhr, die Revolution der anderen. Er hat das, es geht bei ihm hinein, deswegen hat es sehr, tut mir leid, das ist wieder oberflächlich, aber ein bisschen antönen kann man oberflächlich. Das hat wirklich etwas von Blues an sich, aber von einem Wüsten, von einem Zornigen. Und gerade als du das gelesen hast, habe ich das Gesicht von Fabian hier gesehen, als ob er singt. Ne? Ja. Dies illa, das ist die Zeit des Aufstands, des Aufruhrs, der Revolution. In mir schneit's, in mir sind die Schneewehen höher als unsere Aufmarschfahnen. Auf dem Marsch sind alle, die sonst mit mir sind, die anders gewesen wären, mit mir. Aufgestanden sind sie und hinaus in die Welt. Und ich bin zusammengesunken, hab mich hingestreckt auf den Boden, bin in mich gekrochen, tief hinein, in meine Schneewehen, wo die Fahnen nicht hinreichen. Muss meine Fahne auf die Schulter nehmen und den Anschluss finden, wie allein ist doch der, der's Gemetzel überlebt. Aber alle die jungen Fanten sind unterwegs in den Krieg, ins rote, rote Frühlicht. Aber ich bleibe daheim, Mama, die wartet. Kränkliches Närrchen, das Unsinn redet, niemand daheim und ich ein Narr. Meine Zeit, die Zeit der Hofnarren, zu spät gekommen bin ich. Meine Messer sind milde, das habe ich gelernt von dir. Mit ihnen streichle ich meine Kleine, mit ihnen ritze ich meinen Weg in die Erdrinde, esse mein Messer. Von innen her werde ich schlachten mich selbst und die ganze Welt. Ich ängstige mich, Grauen frisst mich, am stärksten ängstigt sich, wer wartet, wer blind ist, weil er fern ist, mutig ist, wer nicht denkt, er tut, er kämpft, der nicht denkt, ein Held, ein Krieger halt. Die Gedanken, das Gehirn, sie binden mir die Hände, das Herz als Ganzes im Mund, ich würge, würge und nichts kommt heraus, flüchten, fliehen, aber hier bin ich aus Stein daheim. Glücklich, wer mit jemand um etwas zu kämpfen hat. Ich bin der Friede und nicht einmal ein Feind verfügbar. So allein bin ich. Wo ist sie, meine Kleine? Kleine, wo bist du? Aus Stahl seid ihr, aus Glas stark stramm, eure Züge golden und wir Quecksilber. Die Glut treibt uns in die Höhe, eure Glut. Wir wachen, wenn ihr schlaft, wir wachen immer, immer schlaft. Nimmer ermüden wir, weil wir nimmer kämpfen. Wir behüten euch, die ihr fern seid, die ihr unsichtbar seid. Wir brauchen keine Waffen. In Trauer töten wir Feind und Welt, euch und uns selber. Steh halt auf,
Wir stehen. Von Anfang an sind wir gestanden. Das ist geschrieben an einem Tag, 26. November 1987, war er 21 Jahre alt, oder? Fabian Haffner, das haben wir schon gesagt, war zweisprachig. Er hat in beiden Sprachen, konnte er genauso gut Gedichte schreiben. Er hat sich selbst übersetzt. Das ist ein Phänomen, was ich zum Beispiel auch gesehen habe. Zum ersten Mal ist mir es aufgefallen, in dem Nachlass von Juri Bresan, von dem sorbischen Schriftsteller, der sich hier bei uns befindet. Der hat, ich habe es vorhin schon mal erzählt, als wir unten im Magazin waren, der hat teilweise es so gemacht, dass er eine Fassung sorbisch geschrieben hat, die nächste Fassung, der gleiche Text, dann auf Deutsch und dann wieder auf Sorbisch. Also die Fassungen sind eigentlich immer Selbstübersetzungen. Jetzt habe ich mal gehört, Herr Handke, stimmt das, dass auch manche Werke bei Ihnen, dass Sie die erst auf Französisch geschrieben haben und dann auf Deutsch? Nein, ich habe manchmal über Maler geschrieben, für die Kataloge in Frankreich, das habe ich Französisch geschrieben. Mhm. Alechinski oder Pierre Soulages. Und dann? Nicht dieses kleine Werk über die Küche? Das stimmt, haben Sie recht. Ja, jetzt ja, oder die schönen Tage, weil wir hier in Marbach sind, die schönen Tage von Aranjuez. Aranjuez. Ja. Ist das nicht auch Französisch geschrieben? Ich glaube, das weiß ich nicht. Ja. Ja, ich habe auch dann ein paar Stücke auch dann ins Französische, wie Samuel Beckett das gemacht hat. Ne? Ja, genau. Sie wissen, wer das ist. Ne? Ja, ich habe gelegentlich gehört, ich habe sogar mal gesehen, wie sein Übersetzer gearbeitet hat, nämlich Elmar Tophofen. Der hatte ja, das wissen Sie wahrscheinlich, der hatte gemeint, es gibt ein System. Man kann das Übersetzen lernen und auch lehren. Und da spielt ein großer Zettelkasten eine ganz große Rolle. Ich weiß nicht, ob das so durchgedrungen ist. Also viele sagen ja, das hat eher mit Intuition zu tun und mit Sprachgefühl, Rhythmusgefühl und so weiter. Aber Übersetzen ist nichts Wissenschaftliches. Ne? Eben. Er wollte etwas Wissenschaftliches aus dem Tophofen. Und das ist ein Unsinn. Ne? Übersetzen ist eine großartige Arbeit. Aber es ist viel gute Willkür. Ohne Willkür geht es auch nicht. Willkür hat dann ein Beiklang von Willkür, aber es ist eine gute Willkür. Ich möchte mal zurückkommen auf diese Mehrsprachigkeit. Also eigentlich denkt man, oder hätte ich auch immer gedacht, je mehr Sprachen man kann, desto besser. Es ist sozusagen eine... Wer hat das gedacht? Sie? Ja, das hätte ich gedacht. Also ich rede hier... Sie hätten gedacht oder Sie haben es gedacht? Wie bitte? Sie hätten gedacht oder haben es gedacht? Ich habe gedacht. Ich habe gedacht, lieber Herr Handke, dass je mehr Sprachen man kann, desto mehr Welten, desto mehr und so weiter, das kennt man ja. Nun habe ich Nehmen Sie sich in Acht vor den Vielsprachigen, ja, wirklich. Wie bitte? Nehmen Sie sich in Acht vor den Vielsprachigen. Ja, aber jetzt habe ich bei Fabian Haffner gelernt, und zwar an verschiedenen Stellen habe ich das gesehen, dass das durchaus auch nicht nur ein Vorteil sein kann, so mehrsprachig zu sein. Sondern er sagt ja selber, er ist teilsprachig, zweiteilsprachig. Ja, halbsprachig. Halbsprachig. Halbsprachigkeit. Ja. Ja. Das fand ich sehr interessant, weil mir das noch nie so vorher aufgegangen ist. Er schreibt auch oder sagt, auf YouTube gibt es einen sehr schönen Film, wo man Fabian Haffner aussehen kann. Ich glaube, da sagt er, dass es auch oft so ist, dass sich die beiden Sprachen, die man kann, irgendwie sehr so im Weg stehen. Kennen Sie das auch? Ja, das kenne ich. Vor allem kenne ich den Zweifel bei der Sprache. Also egal, ob man spricht, ob man schreibt, irgendwann mal kommt der Moment, da erscheint einem alles richtig. Und man weiß genau, es ist nicht alles richtig, weil eben doch die Sprachen einander beeinflussen. Also man muss dann sehr, sehr aktiv an der Sprache arbeiten, um das zu vermeiden. Also ich glaube, dass jeder, der zweisprachig lebt oder zweisprachig aufgewachsen ist, mit diesem Problem zu kämpfen hat, ständig. Mir geht es manchmal so, indem ich in Frankreich lebe, dass ich manchmal weder das Deutsche noch das französische Wort mehr
parat habe, ob ich sage bereit. Dass ich nicht für dieses Ding weder das deutsche noch das französische Wort weiß. Was ich doch vorher zumindest Deutsch oder Französisch gewusst habe. Aber dann fällt einem das Englische ein. Ah ja? Es ist interessant, Fabian Haffner, der schreibt ja auch, also er hat ja eigentlich das Standardwerk geschrieben, auch über Peter Handke, und zwar über ihr Verhältnis zum Slowenischen. Ja. Das ist wirklich sehr erhellend. Zum Land auch. Wie bitte? Zum Land auch. Ja. Er hat geschrieben über die Geschichte, die Wiederholung, wo ich sozusagen in der Fantasie einen aufbrechen lasse, seine Vorfahren in Slowenien zu suchen, was ja der Bruder meiner Mutter war. Das war das neunte Land, darum. Ja, und er schreibt da, finde ich, das fand ich auch sehr interessant, eine Passage, was er meint, was auf sie zutrifft, was vielleicht aber auch ein bisschen autobiografisch ist. Und zwar meint er, wenn man mehrsprachig ist, dass einem dann, dass einem dann das Wesen von Sprache auch ganz anders deutlich wird. Man erlebt, weil man eben zwei Sprachen oder vielleicht auch noch mehr kann, man merkt deutlich, was eine Sprache überhaupt ist, wie Sprache funktioniert. Und da meinte er, und wenn man jetzt diese Gedichte, finde ich, von Fabian Haffner hört und liest, dann ist dort sehr oft die Rede vom Alleinsein und von dem Abbruch von Kommunikation oder von einem verhinderten Gespräch. Und da habe ich manchmal gedacht, vielleicht hat es auch mit dieser Zweisprachigkeit zu tun. Dass man vielleicht mehr merkt. Nein, das ist seiner Natur gewesen. Ne? Ob das Slowenisch war oder nicht. Andererseits muss man auch klarstellen, dass sein Alleinsein ist nicht das Alleinsein eines, der dichtet. Weil wenn man dichtet, muss man schon allein sein und prallt schon mit seinem Alleinsein manchmal. Das tut er nicht. Ne? Also es ist nicht dieses manchmal posierte Alleinton des Dichters. Ne? Das ist nicht, kein Fall. Wenn er sagt allein, dann ist er wirklich allein, oder? Wie sagen die Franzosen manchmal zu wirklich, sagen sie belle et bien, das passt überhaupt nicht. Also schön und gut allein kann man nicht sagen. Ne? Oder doch? Mir war auch eindrücklich, als er in diesem YouTube-Film, wo er auch... Oder actually, sagen die Engländer, wirklich, actually. Ja. Ich bin actually alone, I'm actually alone. Wirklich, ja. Kann man nicht sagen, ne? Das ist, sieht man doch gerade in Amerika. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, die sich auch sagen, das ist ja, wenn man je mehr man sich mit einer Sprache beschäftigt oder notgedrungen auch, desto mehr merke ich immer, wie wenig ich kann. Ich denke mal, ich spreche immer schlechter Englisch. Es gibt keine einfache Sprache. Ne? Ja, ja, man denkt oft, Spanisch ist so einfach. Es ist überhaupt nicht einfach. Das Englische ist überhaupt nicht einfach. Nichts. Aber also nochmal zurück zu den Gedichten von Fabian Haffner und diese Art Traurigkeit, die da auch manchmal zum Ausdruck kommt. Mir war auch eindrücklich, wie er in diesem Film, den man auf YouTube eben sehen kann, da spricht er über sein Buch über sie und da hebt er so hervor, dass er so gut mit ihnen schweigen konnte. Bleibt ihm ja nichts übrig. Ne? Es ist nicht wahr. Wir haben viel geschwätzt. Ne? Es gibt auch gute Schwätzen, oder? Ja. Oder Schwatzen. Das gibt so ein Gedicht, das würde ich noch am Ende. Das heben wir uns vielleicht noch ein kleines bisschen auf. Ich wollte noch. Ja, natürlich. Ja. Ja. Welches ist das, dass wir es nicht vergessen? Gern würde ich mit dir Rad. Oder hast du ja, hier angedeutet? Ja. Dann ist es gut. Oder vielleicht zum Vater noch auch das. Ja, die beiden habe ich. Dann ist es gut. Fabian Haffner hat viele Preise bekommen, auch für seine Gedichte, aber auch fürs Übersetzen. Unter anderem 1990 den Petrarca-Preis. Und da haben sie eine sehr, finde ich, auf ganz kleinem Raum eigentlich eine Art haben sie Überlegungen angestellt über das Übersetzen. Und sie haben dann auch das Übersetzen verglichen
mit dem Dichten, mit dem Schreiben, mit dem ursprünglichen Schreiben oder wie man das nennen will. Und Sie haben da einmal das Übersetzen einerseits sozusagen aus dem Bereich des nur Mechanischen herausgeholt und haben gesagt, dass es eigentlich auch eine große Kunst ist, zu übersetzen. Und das habe ich nicht gesagt. Das, oder sagen wir, dass es eben doch eine sehr kreative Seite hat, die Sie auch dann als... Habe ich auch nicht gesagt. Zitieren Sie wörtlich, ja, dann. Warte mal. Sie haben Folgendes. Sie haben dort von einer Entdeckung gesprochen. Mit solcher Suche nach Entsprechung in Wörtern, Strukturen, Rhythmen, nicht nur etwas nachzuziehen und wiederzugeben, sondern etwas zu schaffen, ja, am Werk sein, und zwar Satz für Satz, Absatz für Absatz, stetig ein Gefühl, das sich beim ursprünglichen Schreiben, oder wie man es nennen sollte, nur sporadisch oder im Nachhinein einstellt. Das war, ja. Müsste man ein Verb finden für solche Tätigkeit, es hieße lichten oder gliedern oder besser noch heben. Ja, das. Ich sollte Sie nur noch zitieren, dann verstehen wir uns am besten. Ja? Ah, ja. Und andererseits haben Sie aber dann, das ist so eine tolle Bewegung, finde ich, in dieser kurzen Rede, auf den wenigen Absätzen, dann haben Sie gesagt, dass es aber auch den Moment gibt, ich zitiere es gleich, aber ich versuche erstmal mit eigenen Worten. Ich glaube, ich zitiere es gleich. Und also es kann dann der Moment kommen, wo man dann das Bedürfnis, also Sie schreiben vorher, dass das Übersetzen so eine Art Schutzmantel ist, weil man etwas vor sich hat, was man übersetzen muss. Man muss nicht, der Urtext ist ja da. Und jetzt zitiere ich, gibt es aber oder entsteht dann das Bedürfnis, den Schutzmantel abzuwerfen, der zwischendurch ebenso ein Sklavenkettenhemd war. Wie viel Kraft nahm das Übersetzen, das, anders als die ständige Verausgrabung des unmittelbaren Schreibens, mit dem luziferischen »Das bin jetzt ich« Bedürfnis, Sehnsucht, Drang, Trieb, nach jedem triumphalen Selbstbewusstsein im Scheitern, statt immer nur der Verstehende auf das Spiel des anderen ideal Eingehender zu bleiben. Dass man immer Mitspieler bleibt. Mir ist es so gegangen mit den Übersetzungen. Ab irgendeinem Moment war das, ich habe angefangen mit Walker Percy, dem amerikanischen Epiker aus Louisiana. Und dann habe ich mich geschützt gefühlt, vielleicht auch dadurch, deswegen, weil ich nach Österreich zurückkam und nicht genau wusste, was ich da soll. Ja. Und ich habe mich von dieser Arbeit geschützt gefühlt. Und dann hat mir dann im Laufe der Zeit hat mir immer mehr gefehlt. Ich habe das Übersetzen dann, als es fast eine Art von Beruf wurde, habe ich das dann als vampirisch erlebt. Das, wofür ich einfach nicht gestanden bin, aber wofür ich gestreunt bin im Leben, das ist das ursprüngliche Schreiben, dass das vampirisiert wird vom Übersetzen. Und dann seitdem, deswegen ist es, das war auch die letzte Übersetzung, eine Art von Freundschaftsdienst, wo man das Wort wirklich als wärmendes empfinden könnte. Ne? Ich habe gespürt, aus jetzt mit dem Übersetzen. Ne? Sie haben ja, das war aber schon vor 10, 12 Jahren und dann habe ich gedacht, wenn, jetzt gibt es wieder Preis. Ne? Jetzt hör nicht auf, der gute Mitspieler vom Mittelstürmer zu sein, wenn man das so, oder der die Pässe gibt, oder das ist ein blöder Vergleich. Ne? Aber also ein Übersetzer ist auch vor allem auch ein Mitspieler. Aber es, der nicht besser gibt, sondern einfach der fürs andere Land, weil jede Sprache hat ihre, es ist sehr schwierig, von dem Original zu der Sprache des anderen Landes zu kommen, wie das Gleichgewicht von
Gleichgewicht im Übersetzen von zu großer Wortwörtlichkeit der anderen Sprache gegenüber oder der eigenen Sprache. Wie schafft man etwas, das Dritte? Ne? Ich habe immer das Wort, dass das Dritte zum Vorschein kommt, ne? Wie man es im Deutsch schön sagt. Ne? Ja, übersetzen. Dieses Dritte, das ist ein interessantes... Das sind Übersetzungen. Das sind tolle Übersetzungen. Das sind große Werke. Ja. Cervantes hat ja gesagt, man kann nicht übersetzen. Aber zum Glück, man kann nur falsch machen. Aber dieses Falschmachen ist oft das Schönste, das Richtigste. Ne? Mhm. Nun gibt es aber auch die umgekehrte Meinung, die hat ja Fabian Haffner auch vertreten, nämlich, dass eigentlich das Dichten eine Übersetzung ist. Sandra Richter hat es vorhin zitiert, diesen... Ja, das ist auch metaphorisch. Übersetzen ist übersetzen. Ja. Aber Dichten ist Dichten. Übersetzen soll man nur... Natürlich ist auch man kann sagen, metaphorisch ist auch Dichten ein Übersetzen. Mhm. Aber nur metaphorisch. Übersetzen ist übersetzen. Schluss. Ja, das stimmt. Also man übersetzen, das ist, kann man als Metapher verwenden für das Verstehen überhaupt, aber auch fürs Dichten. Man kann natürlich auch ein Wortspiel machen, kann man sagen, übersetzen, wie der Fährmann übersetzt, die Mannschaft oder die Schildkröten oder irgendwas. Ne? Mhm. Und also bei Fabian Haffner heißt es ja, Dichten heißt übertragen aus einer Sprache, die es nicht gibt. Das hat er schon in seinem ersten Gedichtband auf Slowenisch. Es gibt auch mehrere Übersetzungen natürlich. Übertragen ist dann schon wieder zweideutiger als übersetzen. Ne? Übertragen kann man vielleicht durchgehen lassen. Ja, genau. Genau. Es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, glaube ich, auch übersetzen. Aber ich habe jetzt gefunden, dass es eigentlich auch ein Zitat ist, auch eine Übersetzung dieses, nämlich es gibt ein ganz ähnliches, einen Ausspruch von Jacques Derrida. Das zitiert Fabian Haffner auch in seinem Buch über sie. Und da heißt es ganz ähnlich. Aber was ist, also gut, das ist eine Metapher, aber was ist damit gemeint? Was ist das für ein Urtext, den man, aus dem jedes Dichten eine Übersetzung sein könnte, metaphorisch gesehen? Ist das sowas wie bei Herder, die Poesie als die Muttersprache des Menschengeschlechtes? Sie haben selber mal so eine... Nehmen Sie sofort zurück jetzt. Nein, aber Sie... Ja, das war im 18. Jahrhundert, hat man so Sprüche geführt. Ne? Ja, Poesie werden Sie nie definieren, nie, nie. Mhm. Wenn sie da ist, ist sie da. Dann ist sie evident. Das ist Epiphanie. Mhm. Ja, aber Poesie, Die Empfindung oder dem, was man nicht weiß, wenigstens etwas nahe zu kommen. Und sei es auch durch Metapher. Ja, und Sie haben selber mal gesagt, als Sie verglichen haben, das Übersetzen mit dem ursprünglichen Dichten, oder wie man das eben nennen möchte, da haben Sie gesagt, das ist so, in einem Gespräch war das, glaube ich, das ist so, als wenn man... auf einem Boot ist und ins Wasser schaut und sieht dort eine Stadt. Das ist Übersetzen. Okay. Wenn man aber dichtet, wenn man ursprünglich schreibt, dann hat man keinen Urtext, sondern man muss den Urtext praktisch erfinden. Oder finden, je nachdem. Und das ist eigentlich auch das, was die Rieder... Mir fällt dazu ein, ich glaube... Man muss schon beim Spiel bleiben. Ne? Dichten ist ein Spiel, Dichten ist ein Übermut, sagt Goethe, glaube ich. Ne? Goethe sagt aber dazu, es gibt sowas wie Inspiration. Es gibt sowas. Oder Intuition ist zu wenig. Da, wo man denkt, das ist beispielhaft, was da als Fragment ich da erlebt, als Fragment oder als Kringel oder irgendwie das Brezel erlebt habe, das ist Beispiel. Und dann denkt man, das lädt mich ein zum Spiel. Aber Goethe sagt dann, das ernste Spiel. So sage ich immer, wenn ein Ton oder ein Spiel, ein Arbeitsspiel, wie Sie auch das nennen, danach lächst, gemacht zu werden, dann denke ich, jetzt wird es wieder ernst.
Und zugleich weiß ich, jetzt kommt das Spiel. Ne? So. Und das, man weiß, man ist von irgendwas, wo man denkt, das ist, irgendwas ist passiert, wo man denkt, das steht für was. Das steht da symbolisch, das ist symbolisch. Mhm. Ohne Symbolismus natürlich. Mhm. Wie soll man das sagen? Man will keine Poetikvorlesungen da halten. Aber wenn man nochmal dieses erste Zitat, was ich vorhin hier dargeboten habe, wenn man das nochmal daran zurückdenkt, dann ist es doch, da schreiben Sie das Unterscheidende zwischen Übersetzen und selber schreiben, das besteht auch darin, in diesem Gefühl oder in diesem Drang, Bedürfnis hieß es ja dort, das bin jetzt ich. Ja. Und also hat dieses Schreiben, anders als beim Übersetzen, wo man ja doch eine Vorlage hat, die man möglichst, wo man sich einfühlt, wo man mitspielt, wo man das möglichst gut versteht und dann entsprechend wiedergibt, ist es beim ursprünglichen Schreiben so, dass Schreiben eben auch immer mit einem Selbstentwurf zu tun hat, mit etwas, was man eben nicht, wo es keine Vorlage gibt, wo es kein Vorbild gibt, und das ist eben die eigene Person, die Identität. Es muss gefährlich sein. Das Übersetzen ist eigentlich nicht gefährlich. Das Schreiben ist höchst gefährlich. Und die, worin besteht die Gefahr genau? Schauen Sie im Internet nach. Gut. Traurig, aber wahr, ja. Genau. Sollen wir noch zwei Gedichte lesen? Oder? Genau, ich wollte noch eine Abschlussfrage stellen, bevor, weil das Gedicht soll dann auch, oder mehrere Gedichte haben wir noch, das soll vielleicht dann der Abschluss wirklich sein. Ich wollte Sie vorher noch fragen, gibt es noch mehr Gedichte? Die, die gibt es noch mehr? Ja, erstens sind noch nicht alle slowenischen Gedichte ins Deutsche übersetzt. Dann gibt es noch deutsche Gedichte, die in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind, in den Manuskripten zum Beispiel, in den Lichtungen. Die liegen auch zu Hause bereit. Also, weil Fabian hat ja auch in der Zwischenzeit natürlich sich selbst übersetzt. Und vorhin haben Sie ja eine Frage gestellt, wie ist es dann mit dem Entdecken der Sprache und so weiter beim Übersetzen. Also, es ist ja hier in diesem Buch ein Gedicht, das dann Peter ins Deutsche übersetzt hat. Und er hat mich ausdrücklich gebeten, ihm Gedichte zu geben, die Fabian nicht selbst übersetzt hat. Und das ist eigentlich ein Gedicht, das Fabian auf eine Art und Weise übersetzt hat, aber das sich vom Original so sehr unterscheidet, dass das für mich zwei selbstständige Gedichte sind. Also das heißt, also wenn er sich selbst übersetzt hat, ist oft im Laufe dieser Übersetzung etwas ganz anderes entstanden, weil er eben auch nicht sich durch die eine Sprache hat einschränken lassen. Aber das hat er nur bei seinen eigenen Sachen machen können, weil bei allen anderen Autoren, die er übersetzt hat, war ja da die Kette. Also er war an die Vorlage gebunden, aber bei seinen eigenen Gedichten hatte er eben auch diese Freiheit, dann wirklich zur anderen Sprache überzusetzen und eben das zu nutzen, was ihm die andere Sprache an Material bietet. Sehr gut. Herr Hanke, Sie wollte ich noch fragen. Wenn Sie noch, welches Buch würden Sie gerne noch übersetzen? Nichts mehr. Es gibt ein schönes Buch eines Franzosen, das Anne Weber übersetzt hat bei Matthes und Seitz. Alles gut, dass Sie, André Dautel, das ist, war ein Zeitgenosse von François Mauriac, Jean Prolland bei Gallimard. Er hat in den Ardennen gewohnt, kannte sich mit Rimbaud sehr gut. Und das hat Anne Weber über das, die hat es sehr gut gemacht. Das heißt Bernard le Paresseux. Das ist dann schon schwierig, wenn das dann im Titel Bernhard der Faulpelz ist, eigentlich nicht, das klingt das so wie ein Jugendbuch. Und da habe ich gedacht, eigentlich, ich,
Ich bin begeistert von diesem Schriftsteller. Ich habe dein Vorwort geschrieben, das ich nur empfehlen kann. naja. Aber ich habe gedacht, es ist gut, dass ich frage, ich habe dann mit dem Gedanken gespielt, der hat, glaube ich, 50 Bücher geschrieben. Oha. Er war Lehrer, war auch in Athen, am Collège Français in Athen war er Lehrer und ist vor 30 Jahren gestorben. Und da habe ich gedacht, das wäre vielleicht recht, wenn ich dann noch ein Buch übersetze. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch dazu. Aber da habe ich mit dem Gedanken gespielt, aber dann habe ich gedacht, nein, das sollen andere machen. Ne? Mögen, nicht sollen. Mögen andere machen. Aber es ist wahr, ich habe gespielt. Im Lesen habe ich gedacht, Mensch, den kennen nicht viele Leser in Deutschland. Ne? Aber auch in Frankreich kennen nicht viele. Aber es ist ja seltsam, dass man bei den Bouquinisten oder bei den Antiquaren gehe ich immer mehr lieber inzwischen Bücher kaufen als in die Buchhandlungen. Ne? Ich habe mehr Vertrauen, dass man dort findet, dass das hat nichts. Das ist irgendwie eine Allergie vielleicht. Und André Dautel kann man sehr viel bei den Bouquinisten finden, auch in den Buchhandlungen mehr von. Ich glaube, das ist bei Ihnen auch so ein Impuls. Also natürlich haben Sie die Klassiker auch übersetzt, Aischylos und Euripides und so weiter. Aber Sie haben auch viele Autoren übersetzt, die Sie, fördern ist nicht das richtige Wort, aber die Sie bekannt machen wollten. Ja, das war für mich natürlich. Ja. Inzwischen wollen Sie selber schauen, wie Sie weiterkommen. Genau. Gut, vielleicht lesen wir noch ein, zwei Gedichte. Meistens schade, will ich nur sagen, das schade eigentlich, das längste Gedicht, das lesen wir, keine Angst, das heißt, wie heißt Mutterland, wie heißt das, ich denke. Das vierte Gebot. Das vierte Gebot, das ist ein ganz herrliches Gedicht. Das ist das längste der Gedichte, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das hat fünf, sechs Seiten und die sind sehr dicht gedruckt, geschrieben auch. Ne? Das ist ein gewaltiges Gedicht. Da redet er eigentlich versteckt über Österreich, auch über das Land, wo er herkommt. Aber sehr verwandelt. Das ist schon im Erlebnis ist die Sprache verwandelt. Er beschreibt nicht, erzählt nicht, sondern er ruft an. Er ruft an, was ihn schmerzt und was ihm gut tut auch. Ne? Oder? Wollte ich nur sagen. Zur Lektüre empfehlen. Ja, warum nicht? Draußen gibt es einen Büchertisch. Ach so, ja. Auf Seite 87. Voilà. Liest du jetzt, oder? Zuerst Ati und dann gern würde ich mit dir, ja? Ah, das ist schön, ja. Erstes, letzte, ja. Ati, povej končno, ali me sploh poslušaš. Očetov hrbet štrli kvišku pod rjuhami, živi ščit proti soncu, ki ustrajno vzhaja. Brnenje njegovega brivnika skozi zid, vsako jutro prvi šum, ki zleze pod veke. Nikoli se nisva prav preveč pogovarjala, niti drug mimo drugega nisva govorila. Čeprav nikoli nisem pel z njim, sem vedno pel zanj. Najbrž me je slišal. Še vedno čakam, da pove, ali je, da je. Willst du was dazu sagen, dass das letzte Gedicht ist, oder? Ja. Oder? Das ist. Ist es überhaupt das letzte Gedicht von ihm? Es ist das letzte oder das vorletzte Gedicht und es ist ein Gedicht, das er für seinen Vater geschrieben hat. Das ist gut. Setz mal. In jeder Sprache gibt es Ati. Auf Griechisch, in der Odyssee sagt man Ata zu Vater. Ne?
Odysseus als Bettler kommt dann nach Hause und ist alt, sieht alt aus. Und der Sauhirt sagt zu ihm Atta. Und das Slowenische sagt, mein Großvater hat man auch Otte gesagt. Oce, Otte, so ähnlich. Ati, sag endlich, ob du mich überhaupt hörst. Der Vaterrücken ragt auf unter den Betttüchern. Lebender Schild gegen die Sonne, die beständig höher steigt. Das Gebrumm seines Rasierers durch die Wand, allmorgendlich der erste Laut, der sich einschleicht. Nie haben wir zwei uns viel ausgesprochen, aber auch nicht aneinander vorbeigeredet. Zwar habe ich nie mit ihm gesungen, aber immer gesungen habe ich hin zu ihm. Wahrscheinlich hat er mich gehört. Immer noch warte ich, dass er sagt, ob ja, das ja. Und noch ein Gedicht. Rad bi s teboj, ne predolgo, in če bi bilo mogoče, kar se da počasi, molčal. Ne bi spraševal, odkot ta tvoja brazgotina, s tem bi izničil dvojino, ne sebe in še manj tebe. Ne verjamem v pomenljivo besednost molka, zato se te ne bom dotaknil ne z besedo, ne s pogledom. Ne, lahko pa sta molčeča pogleda v sporednici, ki sta se in se bosta dotaknili tam nekje v neskončnosti, katere rob zaznavava samo zato, ker je brez naju ne bi bilo. Z dotakljivostjo pred seboj in dotaknjenostjo za sabo lahko edino ukrotiva svoj neulovljivi zdaj. Das ist schon schwierig, die Slowenisch, die Dotaklivost, die Berührbarkeit und dann die Berührtheit, Dotaknenostjo. Das ist eigentlich ist ein Liebesgedicht, oder? Ja. Habe ich das so? Ja, ich verstehe das so. Da sind wir einig. Gern würde ich mit dir, nicht zu lange wäre es möglich, wenn es nach und nach sich ergibt, schweigen. Nicht zu lange. Würde nicht fragen nach deiner Narbe, das hieße die Zweiheit zerstören. Nicht mich selber und schon gar nicht dich. Ich glaube nicht an die Beredsamkeit des Schweigens. Und so werde ich dich weder mit einem Wort noch mit einem Blick anrühren. Nein. Dafür aber unser schweigendes Blickpaar als mögliche Parallelen, welche einander berührt haben und berühren werden, dort irgendwo in der Unendlichkeit, deren Saum wahrnehmbar nur deshalb, weil es sie ohne uns zwei nicht gäbe. Nur mit der Berührbarkeit im Voraus und der Berührtheit im Nachhinein kann es erhascht werden, unser beider Unerjagbares Jetzt. Ja, das ist ein ganz besonders schönes Gedicht, finde ich. Ich finde ja, diese Gedichte muss man eigentlich auch lesen. Und Sie haben die Gelegenheit, wenn Sie wollen, draußen am Büchertisch ein Exemplar zu erwerben. Wir sind am Ende unserer kleinen Buchvorstellung. Ich denke, wir haben einiges Neues erfahren über die Kärntner slowenische Literatur, über das Übersetzen, über Peter Handke und vor allem über Fabian Hafner. Dafür danke ich Ihnen beide. Danke. Frau Hafner. Und danke auch allen Ihnen, dass Sie gekommen sind und wünsche noch einen schönen Nachhauseweg.